Herzlich willkommen zu drei Fragen an Mario Pulka, Gastronom und Obmann des Fachverbandes Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich. Einen schönen guten Tag, Herr Pulka. Guten Morgen, grüß Gott. Würden Sie mir empfehlen, heutzutage ins Restaurant zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Also Österreich hat damit sicher eine Vorreiterrolle übernommen. Wir waren auch eines der ersten Länder, die wieder aufgesperrt haben. Und wir haben als Fachverband Gastronomie hier maßgeblich mit dem Ministerium auch alle notwendigen Schritte eingeleitet und alle notwendigen Schritte auch entwickelt, um die Gastronomie in Österreich wieder sicher aufsperren zu können, damit wir hier für den Gast wieder da sein können. Und wenn man sich ansieht, wie das Geschäft wieder angesprungen ist, kann man sagen, das war der richtige Weg und Österreich ist vor allem die Gastronomie sehr sicher. Dann habe ich ja in den letzten Tagen alles richtig gemacht. Es ist, glaube ich, keine Frage, dass der Gastronomie- und Hotelleriebereich in besonderer Weise von der Corona-Pandemie betroffen worden ist. In Ihrem Fachverband, in diesem Zusammenhang, was waren für Sie konkret die wichtigsten Fragestellungen? Also für uns war natürlich die erste Fragestellung, gleich nachdem der Lockdown gewesen ist, haben wir natürlich sofort geschaut, wann wird es wieder möglich sein, für unsere Mitgliedsbetriebe zu öffnen und haben bereits 3 Wochen, nachdem die Gastronomie geschlossen wurde, Gespräche aufgenommen mit dem Tourismusministerium und waren dann eigentlich in der Zeit, wo der Lockdown noch war, bereits im Ministerium vor Ort und haben dort gemeinsam mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und Bundesministerin Köstinger uns an einen Tisch zusammengesetzt mit Masken. Es war niemand auf der Straße. Wie wir reingefahren sind, die Autobahn war leer. Es war irgendwie ganz, irgendwie sehr beklemmend eigentlich. Und wir haben eigentlich bei Zeiten schon begonnen, mit dem Ministerium als Wirtschaftskammerorganisation zu schauen, unter welchen Prämissen, unter welchen Vorkehrungen wir die Gastronomie und auch die Hotellerie wieder in die Höhe fahren können und wie wir unsere Betriebe wieder öffnen können unter dem höchstmöglichen Schutz für unsere Gäste, aber natürlich auch für unsere Unternehmer und unsere Mitarbeiter. Vor dem Hintergrund der Erfahrung jetzt der letzten Wochen, kann man ja schon sagen, wird es aus Ihrer Sicht langfristige Änderungen im Gastronomiebereich geben? Das kann man jetzt so noch gar nicht genau sagen. Wir haben natürlich Betriebe aufgrund der großen Mitgliederzahl, die wir haben. Wir haben ja 60.000 Mitgliedsbetriebe in Österreich, die total unterschiedlich sind von der Ausrichtung. Wir haben ja vom Würstelstand bis zum 3-Sterne-Restaurant alles in der Gastronomie bei uns abgebildet im Fachverband. Wir haben ja, sozusagen, das hat sich auch sehr positiv dabei herausgestellt, die Pflichtmitgliedschaft. Das heißt, wir konnten für alle Mitgliedsbetriebe verhandeln und waren daher erster Ansprechpartner des Ministeriums. Und man muss jetzt schauen, wie diese Hilfspakete, die wir auch gemeinsam ausgearbeitet haben, jetzt greifen. Und vor allem wird es auch darum gehen, wie viele Betriebe, die vorhinein nicht mehr ganz gesund waren und schon Schwierigkeiten hatten, ob die diese Krise überleben. Aber hier kann man mittlerweile schon davon ausgehen, dass wir einen zweistelligen Prozentsatz haben werden von Mitgliedsbetrieben, die es nicht schaffen werden. Aber wie gesagt, die waren bereits vor der Krise angeschlagen. Aber die Hilfsmaßnahmen, die wir jetzt ausverhandelt haben, werden dem großen Teil der Branche sehr, sehr helfen. Und ich glaube, dass die Gastronomie hier mit einem blauen Auge durch die Krise kommen wird. Das waren 3 Fragen an Mario Pulka. Vielen Dank für Ihre Antworten. Sehr gerne.